Herzlich willkommen in der Wacklerei. In diesem Video geht es nicht per se um diesen Unterschank, aber er hat was damit zu tun. Und zwar diese Zierleisten wollen wir heute herstellen. Was machen Zierleisten? Die sollen eben zwischen der Rückwand, der Seite und dem Deckel, also der Arbeitsplatte in diesem Fall, sollen sie hier die Kante, diese Verbindung, sollen sie abdecken, verschönern und einfach so ein, ja, so ein Blickfang eben sein. Die gibt es jetzt natürlich in verschiedenen Profilen bereits fertig im Baumarkt zu kaufen. Warum sollen wir jetzt die hier machen? Gute Frage. Ich würde zwei Argumente nennen. Erstens, kannst du das mit deinen Reststücken machen. Also es würde dich nichts kosten in dem Sinne. Und das zweite, eher wichtigere Argument ist, finde ich, deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Also du kannst jedes Profil, wie du es haben willst, kannst du hier zeichnen und eben selber herstellen. Obwohl, ein paar Grenzen gibt es dann schon, dazu kommen wir aber später. Ja, das erste, was wir dazu brauchen, ist natürlich Holz und das haben wir hier. Das ist so eine Leimholzplatte, eine Tischplatte eigentlich. Das habe ich bei dem Bürotischprojekt benutzt. Das Projekt verlinke ich dir hier. Das hat die Länge, die ich für meine Anwendung nutzen kann. Und das werde ich eben benutzen. Ob deine Leiste jetzt dünner ist, macht keinen Unterschied. Damit geht es natürlich auch. Das nächste wäre eben eine Skizze, eine Idee für ein Profil. Und am besten geht das natürlich, wenn man es zeichnet. Also gehen wir gleich an den Zeichenblock und werden uns da was kreieren. Also dazu müssen wir jetzt erstmal natürlich wissen, wie lang und wie breit wird denn unsere Leiste. Bei mir, ich habe jetzt eben, wie gesagt, das Stück Holz, der hat eine Breite, eine Stärke von 29 mm. Das wird bei mir die lange Seite und die kurze wird ungefähr die Hälfte, so 15 mm. Und das Holz geht eben so. Und wir schauen eben von der Seite hier rein. Das heißt, wenn ich das hier dann absäge hier, habe ich meine Breite, die ich will, meine kurze Seite. Und jetzt überlegen wir uns irgendeine Form, die uns gefällt. Wir zeichnen und schauen dann im zweiten Schritt, ist das überhaupt mit den Fräsern, mit den Grundfräsern, die wir haben, mit denen hier zum Beispiel, mit einem kleinen Set von Bosch, den ich verwende, aber es ist im Grunde bei jedem Set sind die gleichen oder ähnliche Fräser dabei, vor allem bei so einem kleinen Set. Jetzt können wir uns irgendeine Form, eben wie gesagt, hinzeichnen. Fangen wir hier oben an und hier unten müssen wir dann natürlich aufhören. So. Das heißt, die Fläche hier, die muss weg, die wird abgesägt, die Seite. Und am Ende bleibt dann die Zierleiste übrig. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, sowas zu machen. Entweder wir lassen das, die Zierleiste komplett in einem Stück und fräsen alles aus diesem Holz eben raus. Oder, wenn es anders nicht geht, kann man auch zum Beispiel, oder weil es leichter geht, kann man zum Beispiel das Holz teilen. Entweder so längs oder quer hier. Wie uns das eben gefällt und wie es eben leichter geht. Jetzt können wir schauen, wie man das machen könnte. Hier, die Geraden sind natürlich einfach. Das könnte man entweder mit einem Nutfräser oder mit der Säge heraussägen. Zum Beispiel hier so ein Schnitt. Hätten wir den Teil weg. Und es bleiben nur noch die Kurven, die Bögen. Den Teil können wir zum Beispiel mit einem Rundkopffräser erledigen oder mit einer Hohlkehlleiste. Das heißt, wenn wir jetzt den zum Beispiel nehmen, könnte man hier den Anlaufring draufsetzen und würden das eben wegfräsen, den Teil. Mit der Hohlkehlleiste würde es also gehen, wenn wir das so in zwei Teile schneiden oder so auch. Dann würde es gehen. Ansonsten würde sich der Rundkopf hier
besser eignen. Und hier unten hätten wir wieder bis hierhin, könnte man es zum Beispiel mit der Säge nochmal entfernen, diesen Teil. Und hier wiederum mit dem Rundkopffräser den kleinen Bogen hier entfernen und unten natürlich einfach ein Abrundfräser. So. Das war jetzt nur ein Beispiel. Und jetzt werde ich eben eins machen, wo mir dann auch besser gefällt. Das Einzige, was uns hier natürlich behindert, etwas Schwierigkeiten verursachen könnte, sind die Maße der Fräser. Wenn ich jetzt hier einen Radius mit 2 mm hätte, zum Beispiel bei diesem Bogen, dann wird das schwierig, da ich so eine Fräse nicht habe. Der Hohlkehlfräser hat zum Beispiel einen Radius von 10. Das wird sich hier natürlich dann nicht ausgehen. Also das müsste man dann schon bedenken, ob man die Fräse dafür überhaupt hat, für diese Form. Fangen wir jetzt an. Und jetzt überlegen wir uns, ob wir das in einem Stück machen können oder ob wir den lieber teilen. Hier unten sieht man natürlich den Abrundfräser wieder. Den können wir locker machen. Das könnte man zum Beispiel zersägen hier. Das könnte man entweder zweimal, also einmal abrunden und einmal mit dem Hohlkehl oder mit dem Rundkopffräser machen, oder wir nehmen gleich diesen Doppelradienfräser. Den gibt es, ich glaube, mal in jedem halbwegs größeren Set, in jedem mittleren Set sogar. Mit dem könnte man das zum Beispiel lösen. Aber damit wir das so machen können, so vielleicht, na, dann geht es eher in die Breite, also lieber so. Dann könnte man das zum Beispiel zerteilen. Also das Holz hier in der Mitte. Da mache ich einfach zwei Leisten. Genau. Das heißt, hier könnte ich zum Beispiel den Anlaufring setzen. Hätte das hier entfernt. Die Leiste würde natürlich etwas höher gehen bis hierhin. Aber ich würde das ja absägen können. Dann hätte ich nur diesen kleinen Teil, diese Leiste, diese dünne. Und hier kann ich ebenfalls den Abrundfräser hier nehmen, den Teil wegsägen oder wegfräsen. Oder ich mache das so, ich gehe hier runter und mache hier eine Gerade. Genau, also der Teil gehört dann dazu. Und ich hätte das Teil als Leiste. Der Kreativität sind hier natürlich keine Grenzen gesetzt, außer man macht jetzt unmögliche Formen, die man unmöglich fräsen kann. Sowas, keine Ahnung, zum Beispiel. Das kann man nicht fräsen. Also wer das fräsen kann, Hut ab. Ich kann es nicht. Also ich werde jetzt den hier nehmen. Also hier Doppelradius. Hier absägen und dann die Höhe noch anpassen. Und beim anderen einfach Abrundfräser und dann die Leiste zusägen. Sollte, glaube ich, nicht so schwierig sein. So, den Fräser werden wir jetzt natürlich reinsetzen. Ich habe übrigens hier die POF 1200 und habe den eben so umgebaut, dass man den in einen Frästisch einsetzen kann und sauber nutzen kann. Auch von oben der Fräserwechsel und die Höhenverstellung. Das Video dazu oder die Videos dazu verlinke ich dir ja hier oben. Kannst du dann in der Infokarte herunterklappen. Hier ist ein seitliches Kabel im Fräser am Schaft bis zu dieser Linie. Sollte er drin stecken. Ob er jetzt weiter drin steckt, macht dann eben ab diesem Punkt keinen Unterschied mehr. Und jetzt mit diesem abgewinkelten Maulschlüssel können wir das festziehen. So, die Geschwindigkeit bei dem Durchmesser könnte man etwas reduzieren, und weil ich eben schon zwei Leisten brauche für die ganze Anwendung,
werde ich das auf beiden, an beiden Ecken, an beiden Kanten fräsen. Also einmal hier und einmal auf der Seite. Und wenn ich es dann in der Mitte trenne, also absäge und in der Mitte trenne, habe ich gleich zwei Leisten erledigt.